Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Da das Wetter ja Gott sei Dank endlich wieder etwas schöner wird, dachte ich, stelle ich euch in diesem Video mal 8 meiner liebsten Sommeroutfits vor. Ich hoffe, es ist für jeden von euch irgendwas dabei und viel Spaß! Für mein erstes Outfit habe ich diese unglaublich gemütliche, weite Stoffhose ausgesucht. Diese Stoffhose gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingshosen. Die Hose gehört eigentlich meiner Mama, aber ich hatte das Glück, sie geklaut, ich meine natürlich geschenkt bekommen zu haben. Und dazu habe ich dann diese schwarzen Sandalen angezogen und als Top einfach nur dieses schlichte, schwarze, kurzärmelige T-Shirt und ein passendes schwarzes Scrunchie und damit wäre das Outfit komplett. Ich hoffe, ich bin nicht die Einzige, die im Sommer an den allermeisten Tagen eigentlich einfach nur eine kurze Hose mit einem kurzärmeligen T-Shirt anzieht. Hier seht ihr aber auf jeden Fall meine Lieblingsversion dieses Outfits. Ich weiß nicht wieso, aber ich stehe in letzter Zeit irgendwie total auf so Blusen mit Puffärmeln, genau wie diese hier. Das Top, finde ich, hat auch voll die schöne Farbe und ich mag den Ausschnitt sehr gerne. Das ist irgendwie so ein quadratischer Ausschnitt, wenn du wisst, was ich meine. Und ich finde, das betont irgendwie auf eine sehr vorteilhafte Art und Weise das Schlüsselbein, aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Und das hat sich gereimt. Und dazu trage ich dann diese zwar sehr klobigen, aber unglaublich gemütlichen Fila-Schuhe. Glaubt mir, wenn eure Füße erstmal von allen Seiten von 5 cm Stoff umgeben sind, dann läuft es sich sehr gut. Ich finde, der Ausschnitt dieser Bluse schreit irgendwie nach einer hübschen kleinen Goldkette und deshalb habe ich diese goldene Sternenkette von Brandy Melville noch zu dem Outfit kombiniert. Ein Cardigan ist vielleicht nicht das offensichtlichste Kleidungsstück für den Sommer. Dieser weiße Cardigan von Brandy ist aber Gott sei Dank nicht ganz so warm, wie er aussieht. Außerdem gibt es ja auch im Sommer manchmal Tage, die nicht ganz so heiß ausfallen. Und für solche Tage ist so ein Cardigan meiner Meinung nach perfekt. Um das Weiß des Cardigans wieder aufzugreifen, habe ich hier meine weißen Nike Air Force One Jesters angezogen. Und somit liegt dann das Hauptaugenmerk dieses Outfits meiner Meinung nach auf dem Rock. Das ist so ein schwarz-grün-braun-weiß karierter Minirock, den ich letztes Jahr in Korea gekauft habe. Und da hängt so ein kleiner Anhänger dran, auf dem Mary James steht. Und das sieht irgendwie ganz süß aus. Auch zu diesem Outfit habe ich wieder eine kleine Goldkette angezogen. Diese hier hat so eine kleine goldene Rose als Anhänger und auch die ist von Brandy Melville. Das vierte Outfit ist wieder eine Version des kurze Hose plus Top Outfits, das wir mittlerweile kennengelernt haben. Hier trage ich eine weiße Hot Pants, deren Schnitt ich irgendwie total cool fand, weil die vorne so 2 Abnäher hat und auch allgemein sehr locker sitzt. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich hasse es im Sommer bei der Hitze irgendwie so eine knallenge Hot Pants zu tragen, die einem einfach nur an den Beinen klebt und in alle möglichen Körperritzen rutscht. Und das ist bei der Hose Gott sei Dank nicht so und deshalb finde ich das sehr angenehm. Dazu trage ich dann diese Schlappen oder Sandalen von Birkenstock, in die man ganz leicht einfach reinschlüpfen kann, was sehr praktisch ist. Und das Top ist dann einfach so ein schlichtes, lilanes Spaghetti-Träger-Top. Irgendwie liebe ich diesen Trend, ein kurz- oder langärmeliges T-Shirt unter ein Kleid anzuziehen und deshalb habe ich das in diesem Outfit mal versucht. Ich habe hier einfach dieses kurzärmelige, weiße, schlichte T-Shirt unter ein schwarz-weiß kariertes Gingham-Kleid angezogen. Ich liebe Gingham einfach. Wer tut es nicht? Irgendwie immer, wenn ich dieses Kleid anhabe, habe ich Lust, picknicken zu gehen oder so. Ich weiß nicht, wieso.
Das Kleid ist zugegebenermaßen sehr eng anliegend, aber das stört mich in diesem Fall nicht besonders, weil es auch sehr elastisch ist. Das heißt, es schnürt einem jetzt nicht die Luft ab und ist nicht irgendwie unangenehm oder so. Und als Schuhe habe ich wieder meine weißen Nike Air Force One Gestures angezogen und dann habe ich noch ein schwarzes Scrunchie in die Haare gepackt und somit habe ich dieses Schwarz-Weiß-Muster quasi über das ganze Outfit gehalten. Wie sich vermutlich unschwer erkennen lässt, trage ich im Sommer einfach total gerne weiße Kleidungsstücke. Mag vielleicht daran liegen, dass man darin einfach immer brauner aussieht, als man ist. In diesem Outfit habe ich auf jeden Fall diesen weißen Jeansrock mit einem weiß-blau gestreiften kleinen Top kombiniert. Dieses Top gibt mir irgendwie total einen Matrosen-Vibe. Einmal natürlich wegen der Farben, aber auch, weil das vorne so einen kleinen Knoten hat, was aber irgendwie ganz süß aussieht. Und dazu trage ich dann wieder dieselben weißen Birkenstock-Schlappen, die einfach total gemütlich sind. Outfit Nummer 7 nenne ich heimlich das Party-Outfit, weil das irgendwie die Art von Outfit ist, die ich persönlich unter normalen Umständen anziehen würde, in dem seltenen Fall, dass ich mal feiern gehe. Dieses rote Top ist eigentlich ein Bandeau, das ich vor Jahren mal gekauft habe, aber es hat sich mir irgendwie nie ganz erschlossen, unter welcher Art von Oberteil ich das bitte als Bandeau anziehen soll und deshalb habe ich das jetzt schlicht und ergreifend einfach als normales Top umfunktioniert. Sollte einem tatsächlich kalt werden, passt zu diesem Outfit meiner Meinung nach auch eine Lederjacke total gut. Diese Lederjacke habe ich vor ein paar Wochen gethriftet. Die von euch, die mein Thrift-Haul-Video geschaut haben, kennen die Jacke bereits. Und ich finde, die passt irgendwie total gut zu dem Outfit, weil die Hose halt high-waisted ist und die Jacke dann so eine Cropped-Jacke ist. Und das heißt, es ergänzt sich irgendwie total gut. Und als Schuhe habe ich hier wieder meine klobigen Fila-Schuhe angezogen. Die passen eigentlich irgendwie zu jedem Outfit, finde ich. Und wie gesagt, sind einfach super gemütlich. Und das letzte Outfit ist dann ein etwas schickeres Outfit. Ich schätze mal, so ein schlichtes schwarzes Minikleid haben die allermeisten von euch auch im Schrank hängen. Und dazu habe ich dann einfach nochmal die schwarzen Sandalen angezogen und somit ist das ganze Outfit einfach schlicht und schwarz gehalten, womit man eigentlich nie was falsch machen kann. Da das Outfit an sich recht schlicht gehalten ist, habe ich dafür etwas auffälligeren Goldschmuck angezogen, also einmal diese Kette und dann auch ein paar Ringe. So, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, welches von den Outfits euch am besten gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.